Hello everyone and welcome back to Channel Winners video. Today we're checking out German memes with English subtitles. I've done reactions to German memes before, but this is another video and it also has English subtitles, so I'll be able to follow along. So let's get right into it for today. Let's go! Blitzeis auf der A20 bei Rostock wird Muharrem Sönmez zum Verhängnis. Oh. Glatt und dann mach so Auto so machen, ich machen so, aber... Was von dem hier, das ist von Schwepps und zwar Ginger Ali. Ginger Ali. Ich bin Marco und habe diesen Kanal mit mir, Yves, gemacht. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. I mean, that's kind of cool. The kids are chasing their dreams by making YouTube videos, I guess. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen sie nicht. Frontalaufnahme. Sie haben eine Straftat begangen. Danny nimmt die Verfolgung auf. Junge Frau, nicht so schnell, ihr Mentos! I think it's just the way they say your Mentos. Das spielt keine Rolle, warum darf ich hier nicht einchecken? Sie dürfen nicht filmen. Sie dürfen nicht filmen. Ich darf filmen. Nee, Sie dürfen nicht. Ich darf filmen. Oh ja, wir sind hier im Ritz-Carlton und dürfen nicht einchecken, weil Orangensaft verschüttet wurde. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Turn up, einfach Orangensaft. Frag nicht, was für Saft. Bitte. Einfach. Einfach? Ich würde Sie bitten jetzt... Nee, was für Saft? Fassen Sie mich an. Okay, this guy is kind of annoying person to have it to your customer. Das ist nämlich Homo-Shit. Wir haben noch bestimmt eine Liebste... Okay, let me go back and read the context. ...mich nicht an. Das ist nämlich Homo-Shit. Okay, the guy filming is the Austrian rapper Moneyboy. Okay, I can see him being a rapper, of course. He's known for his excessive use of Anglicism and... English, mix of German and English in his songs and general way of speaking. In February 2024, he had a cooperation with the German food retailer Kaufland, which sold a limited edition of orange juice called Einfach Orange Saft. I guess that's why he was so mad. A bit weird. Haben noch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht? He's obviously very clever, but he's just going on a little rant here. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Oh, is this gonna crash? Hey, keine Kapriolen, Rüdiger. Bitte, bitte, bitte. Gib mir die Fernbedienung. Gib mir das Steuer, bitte, komm. Rüdiger, bitte. Vorsichtig. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief, habe ich gesagt. Vorsichtig. Siehst du das denn nicht, dass der zu niedrig ist da? Gerade an diesen Ballen dort. Nein! Rüdiger, bitte! Oh, that one was close. Das war kein Meter, hast du das gesehen? Erst wenn die Reizgasanlage mit ihrem eigenen Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, erst da wird Gas freigesetzt und vertreibt natürlich oder zwingt den Täter zum Rückzug. Und jetzt kann ich hier auch einen Alarm simulieren und Sie werden hören, okay, let's hear this alarm. Die akustische Warnung klingt. Verlassen Sie sofort den gesicherten Bereich, sonst wird Gas freigesetzt. Wir fühlen uns nicht besonders nervös. I do have to say, that's kind of a crazy statement. Leave the secured area or gas will be released. I can see that definitely being a meme. I can see why it's in this video. Nein, aufgeregt nicht. Nein. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. He don't seem that happy, that guy. Woran hat's gelegen? Hajo, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, fragst du dich immer. Woran halt die Lehen? Na gut, ich sage mal so, woran halt die Lehen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran halt die Lehen und fragt man sich immer, woran die Lehen hat. An alle Studenten. Okay, so let's get some context. Fragt man sich immer, woran die Lehen hat. Okay, the clip is staged. The interviewed is Thorsten Kipper, a German actor and sports presenter. The clip was part of a fictional advertiser for German beer brand Astra. The director created for his diploma. Okay. An alle Studenten, jetzt harter Real Talk, okay? Eben hat mir ein Student geschrieben, oh, ich kann mir 30 Euro im Monat nicht leisten.
Das ist als Student. That is a lot for a student. Dann bricht dein Studium ab. Brichst ab. That's like the German Andrew Tate, I guess, based on that answer. That's something he would say. Hallo. Hallo. Können Sie Englisch? Yes. Stabil. Ich bekomme bitte einmal ein Doppelpack-Menü. I don't understand German. What? Unser Fabio, Samstag gibt eine fette Party und ich bin dabei. Ich bin's Patrick und ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei. Hi, ich bin's Michel. Und ich bin Sven und wir zeigen... Oh, where is their trick gonna be? Oh no, don't do this, kids. It's gonna go so badly. Oh! Oh! I was not expecting that. Okay. Read the context. The clip is staged. Dominic, a cousin of Sven and Mikkel, had the idea and was the director. The video is part of his bachelor thesis. You can see their pens in the foreground, move at 4:25, and Michael bumps into Claude. Okay, that kind of ruins it a little bit. I kind of wish I didn't have the context, but I guess at least he's answering the question about whether it's fake or not. Die gerade gefreut sind an GTA. Mein Vater hat einfach nein gesagt. Oh, that poor kid, man. Just want to play some GTA. Nee. Ich hab euch gesehen, ihr seid so glücklich von diesem Projekt, aber nee, da muss mein blöder Vater kommen und sagen nein. Sorry, Leute. Who is he apologizing to? For that cola. Lecker. Nicht so lecker. Paar Chicks und so. Paar Chicks? Ja, Mann. Paar Chicks klären hier. Oh, these public interviews. Weißt du schon? Hast du schon was geklärt heute, oder? Ja, eine. Eine? Ja, Mann. Und dann heute Abend Pfeife oder was? Bro, mal gucken, ne? Mal gucken, ne? Bisschen Fortnite, die Stars. I swear, these public interviews are in every country. It's crazy how popular they are, really. Geisterfahrer! Oh no! Oh, I thought they were going to go over the bridge. So dumm. Yeah, this is stupid. Don't do das this, my friend. Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen hab. Tja, ob das bei euch genauso gerade ist, I doubt it. Jägermeister! That guy realized it, Jägermeister. Kleine Spende bitte! Kleine Spende! Kleine Spende! Kleine Spende! What are you afraid of, okay? Ich habe Angst davor, dass ich durch Rassismus irgendwelche Nachteile erleiden muss. Frauenfeindlichkeit und Gewalt. Vor alten und neuen Vorurteilen und Rassismus. Spinnen und Insekten, weil die krabbeln so eklig. Ich hab unnormal, ich hab sogar eine Phobie, ich schwör's dir. Wait. I think the last one was like like he added himself in the video. I may be wrong here. Ich hab unnormal, ich hab sogar eine Phobie, ich schwör's dir. Okay, as far as I know, this wasn't staged. What? That just felt really out of place, in which 8 different people from Germany asked the same question, they'll answer independently of each other, okay? I guess that makes sense. Eine Nudel ist ein Ganztag. Man kann im Winter, Sommer, man kann morgens, abends essen. Eine Nudel ist wirklich ein sehr leckeres Gericht. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. I'm not gonna lie, they're killing it with the dance moves. Geht denn da ab jetzt? Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. Haben wir noch Peps dabei? Haben wir die noch? Gar nichts mehr? Gar nichts mehr? 2 noch? Boah, die werden jetzt ultramäßig. Sieht man auch nicht. Mit der Polizei. Haben wir noch Peps? Ne? Wer hat den letzten genommen? Hast du die Peps?
He kind of freak, but I respect him, okay? Wait, let's read the context, guys. Geworden, aber ich hab Respekt vor dem. The clip is from a YouTube series from 2013. The guy's name is Thomas. He and two friends produced 79 of these videos in total. Okay. Oh, a skiing fail. Ooh. Ooh. Oh. That's something I would probably do by accident. Oh, no. Hey. Oh no. What are you doing here? Just one hole. Just one hole. Just one hole. Just Uwe! Manfred! Essen kommen! In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später ging das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß the man and über his zwei wife. Promille am Steuer. Auch sie verlor umgehend ihren Führerschein. Entschuldigung. Waldfest auf der hohen Asch. So even the report caused the laughing. War damit in der Rhön für eine moderne Forstwirtschaft, Entschuldigung, die dem Naturschutz nicht widerspricht. Neben Ausstellungen zum Thema Wald wurde dem Besucher ein umfangreiches Kulturprogramm angeboten. Allein in der Rhön werden pro Jahr 84.000 Festmeter Holz geschlagen und 100.000 Festmeter wachsen jedes Jahr wieder nach. Entschuldigung, das sollte nicht so sein. Na, da haben wir doch wieder was für den Jahresrückblick. Okay, so that was German memes. I really like that with the English subtitles. Give me some context. And I have to say, some of them are really hilarious. Like, yeah, that rapper complaining about his orange juice. Obviously, yeah, the kids at the YouTube channel. And yeah, the driving fails are obviously very funny. The plane one I thought was going to crash. The kid being upset about GTA. Just a lot of great memes in this video. I like seeing memes from different countries because it's kind of, you never know what to expect. And the one where he's saying dinner's ready, I could see that being a very famous meme, especially when food is like time to eat dinner, when there's food or something like that. I could imagine that being used in a lot of situations. If you guys want more reaction to memes, let me know and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.